Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema zu Dingen, die SSO nicht angekündigt hat, die aus dem Spiel genommen wurden oder ins Spiel gekommen sind. Für die erste Sache stehen wir hier in Vernaseburg beim Butterberg in der Nähe vom Mondsichtdorf in der Erntefeldprovinz. Wie manche es von euch ja schmerzlich schon erfahren haben, geht das, ich sage jetzt mal, Baggen in Häusern nicht mehr. Weil vorher hat man sich ja immer hier so dran gestellt, hat sein Pferd gestreichelt, aber das geht jetzt nicht mehr, wie ihr seht. Man kann das Pferd nicht mehr streicheln und damit kommt man auch nicht mehr hier rein. Ja, aber wenn ihr dachtet so, oh Mann, jetzt komme ich da nicht mehr in die Vernaseburg rein. Keine Panik, es gibt noch einen Plan B. Man springt einfach hier in die Seite rein. Ja, das war jetzt auch so schwer. Auf jeden Fall, ihr könnt trotzdem noch diese wunderschöne Aussicht genießen, die ihr euch hier bietet. Und ja, das geht nicht bei allen Gebäuden, aber zum Beispiel bei der Starshine Winds geht es ja auch. Und hier sind zwar ein paar unsichtbare Wände drin, aber trotzdem ist es noch ein ziemlich cooler Ausblick. Also Punkt 1, was entfernt oder reingekommen wurde, ist, was nicht angekündigt wurde, dass Baggen in Häuser oder allgemein Gebäude ist rausgenommen worden. Jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Punkt, was reingekommen ist und was noch nicht angekündigt wurde. Jetzt sind wir hier für Feierkurve für die nächste Sache. Und zwar seht ihr schon, hier stehen die Laternen und normalerweise stehen hier noch keine Laternen. Aber das Witzigste kommt erst. Ta 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 ta. Warte. Hier ist es. Der rote Bandritt wird kommen. Ich persönlich habe ihn noch nicht erlebt selbst, aber das soll schon ein Sattelclubritt sein, wo man eine Menge komische und lustige Sachen sieht. Aber auf jeden Fall wurde hier schon alles vorbereitet. Und ich würde mal vermuten, dass es in der nächsten Roadmap von SSO dabei ist, weil wieso sollten sie es denn hier schon alles so schön aufgebaut haben? Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Hinweis auf den roten Bandritt, würde ich jetzt mal sagen. Dann kommen wir mal zur nächsten Sache. Die nächste Sache, die jetzt kommt, ist eher eine kleine Sache, aber mich nervt sie persönlich schon. Und zwar ist es Sachen zusammenschieben. Man kann zwar noch Medaillen zusammenschieben, wie ihr zum Beispiel hier seht, aber man kann kein Hühnerfutter und Futter mehr zusammenschieben. Früher ging das so, man hat hier Heu genommen, auch einzelne, und konnte sie hier reinschieben und dann stand da 16, zumindest bei mir. Und bei Hühnerfutter auch. Nur, das geht nicht mehr. Fragt mich nicht, wieso es nicht mehr geht. Aber es geht auf jeden Fall nicht mehr. Und es ist zwar nur eine sehr kleine Änderung, aber es ist eine Änderung. Also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich finde es jetzt nicht irgendwie blöd oder so. Es ist halt nur nicht mehr ganz so platzsparend wie früher. Aber hier sind wir jetzt auch schon direkt am nächsten Ort, nämlich an der Reitarena. Und wie ihr hier seht, wurde ein bisschen was an der Reitarena gemacht. Und zwar hat man jetzt hier viel, viel mehr Platz. Und es ist alles mehr geebnet worden. Und es sind jetzt hier ein paar Markierungen reingetroffen worden. Also entweder täusche ich mich oder sieht das aus wie ein Herz. Also ich kann auch sagen, dass meine Fantasie mit mir durchspielt. Aber wenn man so ein bisschen Fantasie hat, sieht das auch aus wie so ein bisschen wie ein Herz, oder? Ich meine hier so Neo und hier. Aber auf jeden Fall kommt hier anscheinend irgendetwas hin, weil sonst wäre das ja hier nicht so umkreist, umherzt worden oder wie auch immer das heißt. Und hier drüben genau dasselbe. Hier ist ja auch so eine Umkreisung. Und man hat hier halt allgemein viel mehr Platz. Und man kann auch hier leichter hoch, weil vorher kommt man hier gar nicht hoch. Und man kam nur an der rechten Seite hoch, also hier hoch. Da kommt man auch immer noch hoch. Und keine Panik, wenn ihr immer noch auf die Reitarena wollt, ihr kommt ja immer noch drauf. Ja, fehlt, das muss ja jetzt so kommen.
Aber auf jeden Fall, ihr kommt ja immer noch drauf. Und wenn mich nicht alles täuscht, wurde diese Steinbrücke hier auch geupdatet, weil vorher waren das, glaube ich, nicht ganz so viele Steine, sondern eher mehr grün. Meines zumindest. Also, und da bin ich mal gespannt, was es wird, weil vielleicht kommt hier ja auch das Picknick von Maya und Alex hin, das wir in dem Comic gesehen haben, weil die saßen bei Bäumen und hier sind Bäume. Aber wie gesagt, nur Theorien und nichts von SSO bestätigt. Das war's auch tatsächlich schon. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Infovideo gefallen. Und ich versuche noch ein Video zu einem Champi zu machen, da der Bug hier jetzt endlich weg ist. Ich wollte es eigentlich schon längst hochgeladen haben, aber das Champi hat so extremst gehangen, dass da überhaupt gar nichts ging. Und es war auch nicht wirklich schön anzusehen. Also dann bis gleich oder morgen. Ciao, ciao.